Jo, wie gesagt, es zieht sich zu. Ich will planschen. Jo, moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Micha, Dicke. Dicke hörst du wenigstens noch. Der Dicke? Ja. Wie es da aussieht. Die Vorbereitungen sind getroffen langsam. Leute, ich bin todmüde. Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich müde bin. Ja, der Wetterbericht hatte doch recht. Der Sommer ist vorbei. Wir haben noch, laut meinem Thermometer, die Empfängereinheit steht ja hier hinter, da hinter der Fahne. Kann man die sehen? Eigentlich, oh, da irgendwo hinter dem Mülleimer. Also siehst du auf jeden Fall hier draußen. Dahinter ist die Empfängereinheit für mein Thermometer und die sagt mir jetzt um knapp 16 Uhr 21 Grad. Kann man jetzt natürlich halten von was man möchte. Für die einen sind 21 Grad warm, für die anderen sind 21 Grad winterliche Temperaturen. Ja, heute habe ich mir mal ein schönes Steak gegönnt. Das Problem ist, es war noch nicht, das Fleisch ist noch nicht vernünftig abgehangen. Ja, scheiße, harte Gelde. Wallah. Ja, das Fleisch war noch nicht gut abgehangen. Das heißt, es ist noch ein bisschen zäh. Aber egal, es schmeckt. Das ist das Wichtigste. Ein paar Pommes dazu. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mir morgen zu essen mache. Ja. Bauch geht es langsam wieder besser. Ja, was machen Sachen? Also Leute, wenn ihr über Weihnachten, Silvester oder wie auch immer in die Türkei kommt, vergleicht da auch mal ein bisschen die Angebote. Ich habe eben bei Facebook mal wieder was Schönes gesehen. Natürlich in Sniznyecnyac-Sprache. Wenn man sich das dann halt übersetzt, dann. Moment, ich muss euch mal in die andere Hand nehmen. Wenn man sich das Ganze übersetzt, ist es dann halt so, dass man zum Beispiel in einem Hotelkomplex dort Wohnungen hat, die man über 3, 4 Tage Silvester mieten kann und all inklusiv für 300 € angeboten wurden. Klingt im ersten Moment günstig vielleicht, weil wenn man sich sagt, okay, 3, 4 Tage Türkei, all inklusiv über Silvester für 222 € für 300 € ist das günstig. Wenn man aber bei Holiday Check einfach mal den gleichen Zeitraum eingibt und die gleichen Konditionen haben möchte, bezahlt man nur 222. Ja, ihr wisst, ich bin so ein kleiner Pfennigfuchser und gucke natürlich viel nach. Selbst da wird übertrieben. Jetzt muss ich mir wirklich wieder auf die Zunge beißen, weil sonst kommen wieder viele an und sagen: Ey, du bist da nur neidisch, geh mal mehr arbeiten oder sonst was. Dazu hatte ich übrigens auch schon ein Video gemacht, das habe ich aber wieder gelöscht, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diese Diskussion habe mit geh mal arbeiten, mach mal und hoch und runter und hin und her. Nochmal, ich bin glücklich und zufrieden, so wie es ist. Wenn andere hier arbeiten gehen wollen, für 90 Cent die Stunde, 80 Cent die Stunde, können sie es gerne machen. Bei einem Mindestlohn von aktuell 5.500 türkischen Liran und einer Wochenarbeitszeit von, was weiß ich, 120 Stunden oder so, kann man das gerne tun. Oder sich in ein Callcenter setzen. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Ja, und dort dann alte Menschen in Deutschland übers Ohr ziehen. Wer das möchte, kann das gerne tun. Ich nicht. Und nochmal, wenn dann mein Geld irgendwann alle sein sollte, weil es einfach nicht mehr reicht oder wie auch immer, dann ist es eben so. Da mache ich mir gar keine Platte. Ich mache mir da wirklich keine Gedanken. Ja. Oh, jetzt wollte ich euch gerade die schöne Bachstelze zeigen. Jetzt ist sie weg. Ja, also wie gesagt, ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken, wenn Geld alle dann alle.
dann gehe ich halt wieder zurück oder gehe woanders hin oder sonst was. Aber ich werde keine Arbeiten machen, die ich nicht machen kann. Jeder, der mich kennt, auch persönlich kennt, nicht nur über YouTube, denn ich habe lange noch nicht alles über mein Leben erzählt, weiß, dass ich gewisse Krankheiten habe, einen Schwerbehindertenausweis mit einem GDB von 70. Ja? Jetzt wissen es vielleicht einige. Und ich kann zum Beispiel nicht lange stehen, ich kann nicht lange gehen, dadurch, dass ich die Nerven in den Beinen kaputt habe. Und es gibt tausend Krankheiten, die ich habe, die ich hier oder die mir hier aber überhaupt nicht zur Last fallen. Ja? Polyneuropathie ist nicht lustig, Leute. Es ist nicht schön. Und wenn ihr nach 10 Minuten stehen, die Beine wehtun, weil sie komplett eingeschlafen sind, ja, dann ist das nicht schön. Und das hat auch nichts mit Gewicht zu tun, nimm mal ab oder sonst was. Viele sagen, ey, mach doch Sport. Leute, mit Osteoporose bzw. mit einer kaputten Wirbelsäule, ja, geht kein Sport. Vielleicht ein bisschen schwimmen. Alles andere ist der Tod. Ja, also, es gibt da einige Sachen, die ihr alle noch nicht wisst, die ich euch jetzt angeschnitten habe. Angeschnitten. Ja, warum es Sachen gibt, die ich im Stehen oder im Gehen nicht mehr wirklich erledigen kann. Für kurze Zeit, ja. Deswegen, ich habe aufgehört mit Rauchen. Ich habe aufgehört, Drogen zu nehmen. Ich habe mit vielen Sachen aufgehört. Es geht mir natürlich gesundheitlich viel besser, weil ich hier, wie gesagt, auch keinen Druck mehr habe. Aber es geht längst nicht mehr alles. Ja. Und wer es nicht glaubt, ich kann euch gerne den Schwerbehindertenausweis zeigen. Einige wissen, dass ich den habe. Ja. Und wenn ich irgendwann mal wieder zurückkomme nach Deutschland, muss ich den verlängern oder wieder neu beantragen, weil er ist leider abgelaufen. Das heißt, auch das ist natürlich ein Nachteil, wenn man auswandert und sich komplett in Deutschland abmeldet, dass man dann halt solche Sachen natürlich nicht mehr weiter beantragen kann. Ja, jetzt habt ihr mal wieder ein bisschen was über meine Vergangenheit erfahren. Wie gesagt, alle Depressionen zählen da noch mit dazu. Ach, ich werde euch noch nicht alles verraten. Ja, die COPD wisst ihr ja, also dass ich im Sommer hier extremste Probleme habe bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Jetzt ist es bei 21 Grad, ist es ein Traum. Es ist ein Traum, wirklich. Ja. Und wir haben viel Licht, wir haben viel Sonne. Die Wärme tut gut, wirklich. Und alles andere, wie gesagt, was unheilbar ist, das ist halt nun mal so. COPD ist nicht heilbar. Man kann sie verlangsamen oder stoppen. Oder noch nicht mal stoppen, nur verlangsamen. Ja, dann ist das halt so. Sollten vielleicht mal manche drüber nachdenken, bevor man rummeckert, geh mal arbeiten. Tamam, kleiner Denkanstoß. Alles Gute für euch, bleibt gesund. Deswegen sage ich mal, Gesundheit ist das Wichtigste, was man hat. Wenn die kaputt ist, Leute, nützt es, ist alles für den Arsch. Also, seid zufrieden mit dem, was ihr habt, ja, und seid glücklich.